Ich glaube, langsam habe ich den Bogen raus. Eigentlich habe ich auf dieses Bergsteigen gar keine Lust mehr. Oh, ich schon. Ich find's echt toll. Gut gemacht, Kinder. Ihr habt wirklich bewiesen, was ihr alles so an der Kletterwand könnt. Doch so langsam wird es jetzt Zeit, dass ich selbst ein wenig trainieren gehe. Okay, dann hat jetzt jeder Zeit für sich selbst. Entweder ihr schaut euch das Ausstellungsgelände an oder ihr macht euch über eure Brote her. Ist gut, Frau Chen. Wo wirst du denn jetzt eigentlich genau trainieren gehen, Moose? An der Nordwand des Pontypendi-Berges. Da klettere ich fast an jedem Tag, weißt du? Wow! Und du kommst bitte recht bald wieder hier hoch, einverstanden? Du bist eine geborene Bergsteigerin. Klar, auf jeden Fall. Dankeschön, Moose. Oh, ich würde auch so gerne den Pontypendi-Berg besteigen. Er sagte, ich wäre zum Bergsteigen geboren. Wenn ich ihn einhole, vielleicht lässt er mich dann ja mitklettern. Also, Sam, ich recherchiere hier gerade für mein Buch. Der Titel ist Mutig durch und durch. Und das Buch handelt nur von dir. Ein Buch über mich? Aber wer soll das denn nur lesen, Elvis? Außerdem wäre es sehr kurz. Oh, da irrst du dich, Sam. Ich werde darin nämlich über deine mutigsten Rettungsaktionen schreiben. Das wird sicher ein total aufregendes Buch. Als erstes könnte ich darüber schreiben, wie Normans Fuß in einem Eimer feststeckte. Ja, aber ich riet ihm dann doch nur, seinen Schuh auszuziehen. So aufregend war das gar nicht. Oh. Also, ich fand das sehr aufregend. Oh, aber nur keine Sorge, Sam. Ich wette, mir fallen noch jede Menge andere mutige Taten von dir ein. Oh nein! Ich hab ihn verloren! Moose! Moose! Wo steckst du? Jetzt gibt's wohl nur noch einen Weg und der führt nach oben. Jetzt hab ich's, Sam! Jetzt hab ich's! Weißt du noch, wie du Wolli das Schaf damals aus dem Trainingsturm gerettet hast? Das war nur eine Übung. Da ist nichts besonders Mutiges dran. Ja, Feuerwehrfrau Morris. Ich habe gerade gelesen, wie Moose einen vereisten Berg mit 3 Zahnstochern bezwungen hat. Oh. Und zwar ohne jede weitere Hilfe. Ich weiß, was für ein überaus mutiger Knabe. Wenn mir doch wenigstens ein paar von Sams mutigen Rettungsaktionen einfallen würden. Ach, herrje. Das war wirklich eine ganz dumme Idee von mir. Was soll ich denn jetzt nur tun? Gerade noch rechtzeitig, was? Ich danke dir, Moose. Das hätte ganz böse ausgehen können. In Sicherheit sind wir leider immer noch nicht. Was? Ich allein käme hier leicht runter. Aber zu zweit wird das schon wesentlich schwieriger werden. Oh nein! Eins, zwei, drei, ziehen! Oh, ich glaube nicht, dass das so funktionieren wird, Sir. Da haben Sie wohl recht. Und wenn wir Jupiter nicht rausziehen können, dann sehe ich nur eine andere Lösung. Wir trennen jetzt also die Plattform ab. Wo ist sie hingeflogen? Über das Feld, da vorne lang. Ich habe noch versucht, sie festzuhalten, Sam. Keine Sorge, Norman. Jetzt bin ich ja da. Hilfe! Ruhig bleiben, Sarah. Ich hole eine Leiter. Ich habe Hilferufe gehört. Was ist los? Hilfe, Sam! Hilfe! Vergessen wir die Leiter. Ich habe eine bessere Idee. Kann ich irgendwas tun? Halt das Sprungtuch mit fest, Moose. Und nicht loslassen, ja? Okay, Sarah. Und jetzt lässt du dich so weit runter, dass du nur noch an den Armen hängst. Gut machst du das, wenn du springst. Dann versuch doch, mit dem Rücken zuerst aufzukommen. Du kannst jetzt loslassen. Wow, das würde ich ja auch gerne mal ausprobieren. Nein, Sir, bitte. Aus dem Weg, Critlington. Stopp! Was haben Sie denn da nur mit unserem Löschfahrzeug vor? Oh, Jupiter steckt fest und Hauptbrandmeister Beuys will deswegen jetzt die Plattform abtrennen. Was? Das ist doch völlig unnötig. Ich nehme mal an, Sie haben eine bessere Idee. Ja, allerdings. Wie wär's, wenn wir die Luft aus den Reifen lassen? Damit können wir die Höhe des Fahrzeugs reduzieren und es wegschieben. Damit könnte uns geholfen sein, Steel. Was ist denn hier los, Sir? Das ist nur meine Schuld, Sam. Ich habe den Riegel für die Plattform nicht richtig gesichert. War aber auch sehr fummelig. Und vielleicht sollte ich mir doch irgendwann mal eine Brille anschaffen.
Aber Hauptfeuerwehrmann Steel war wirklich ein echter Held. Er hatte auf der Stelle eine total geniale Idee parat. Habe ich nicht recht, Sir? Na ja, ich bin nicht zu alt, um nicht doch noch ein paar Tricks im Ärmel zu haben. Und Ihr Rücken? Ist er wieder in Ordnung, Sir? Sieh einer an. Ich stehe wieder ganz aufrecht da. Und meinem Rücken geht es wieder prächtig, ja. Dann werden Sie also auch wieder zur Arbeit erscheinen. Oh, aber auf jeden Fall doch. Vorausgesetzt, das wäre auch im Sinne von Hauptbrandmeister Beuys. Oh, ja. Aber sicher doch. Die Feuerwache ist ja in sehr guten Händen unter der Leitung von Hauptfeuerwehrmann Steel. Auf Wiedersehen, alter Knabe. Alter Knabe. Whittington, jetzt steh da nicht so lachend rum. Schieb das Löschfahrzeug weg und pump danach sofort die Reifen wieder auf. Oh. Es ist wirklich schön, dass Sie wieder da sind, Sir. Ich finde es auch. Also die ungewöhnlichste Rettungsaktion, mit der ich zu tun hatte, war die Rettung eines Pferdes, das in einem Aufzug festsaß. Ach, das nennen Sie ungewöhnlich? Ich musste mal einen Affen aus einem Schornsteinschacht heraufholen. Sirs, werden Sie uns vielleicht sogar eine dieser Rettungsaktionen vorführen? Ja, sicher. Aber welche zeige ich euch jetzt wohl als erstes? Ja, natürlich. Das Herauslocken eines Schwarms Bienen aus einem Gasgrill. Das nennen Sie ungewöhnlich. Das dauert heute bestimmt sehr lang. So, alles fertig. Hier auch. Und wie findest du die Torte, Gwendolyn? Sieht sie nicht zum Anbeißen aus? Oh, sie ist fantastisch, Mike. Oh, seht euch diese Torte an. Und Mom, Norman hier macht auch mit. Er ruft dann, Überraschung. Wie soll ich da reinkommen? Komm mal hier rüber, Norman. Das führe ich dir vor. Da stelle ich schon mal schnell die Friteuse an. Schließlich soll unser millionster Gast auch eine große Gratisportion Pommes frites bekommen. Tut mir leid, Stil, mein Bester. Aber die Rettung einer Tauziehmannschaft aus einem Schwimmbecken voller Spaghetti Bolognese ist bei weitem erheblich ungewöhnlicher als die Rettung eines Opernsängers aus einem Baum. Ja. Da bin ich ganz anderer Ansicht. Also das alles hier zeigt mir nur eins. Ich hatte noch gar keine richtig ungewöhnliche Rettungsaktion. Keine Sorge, Penny, die bekommst du eines Tages schon. Hm? Ist da drin alles in Ordnung bei dir, Norman? Es ist ein bisschen sehr dunkel. Seht mal, da kommt Moose Roberts. Er könnte unser millionster Gast sein. Aber er geht einfach vorbei. Das Öl in der Friteuse ist schon schön heiß. Na, hoffentlich taucht unser einmillionster Gast bald auf. Ja, mein Hintern ist schon eingeschlafen. Psst, Norman. Seht mal, da kommt Dennis. Sie kommt direkt auf uns zu. Das ist ja so aufregend. Oh, jetzt geht's wirklich gleich los. Hat irgendjemand meinen lieben kleinen Norman gesehen? Na, was starrt ihr denn alle so? Überraschung! Warum macht ihr denn das? Na, weil du unser einmillionster Gast bist, Dillis. Und hier wartet noch eine Riesenüberraschung auf sie. Oh, das ist wirklich eine Überraschung. Eine riesengroße Torte. Oh, wenn das doch jetzt nur mein Norman sehen könnte. Norman, spring aus der Torte! Ich komme hier nicht raus. Mir war gerade so, als hätte ich Normans Stimme gehört. Haben Sie auch. Er ist da in der Torte. Ihr backt meinen Norman in eine Torte ein? Oh. Nein, ich habe die Torte gebaut. Die ist aus Holz. Was? Oh. Okay, Mandy. Kühler Kopf. Was würde eine Weltumseglerin jetzt wohl tun? Treibholz! Fantastisch! Okay, und jetzt ganz schnell ans Werk. Penny? Hör mal, diese Schrauben... Nicht jetzt, Elvis. Was ist denn jetzt passiert? Genau das wollte ich ja gerade erklären. Ich habe die Schrauben aus Versehen gelöst. Es tut mir ja so leid, Penny. Das war ein schlimmer Fehler. Schon gut. Das war ebenso mein Fehler, Elvis. Ich hätte dir zuhören sollen. Oh, Penny und Elvis scheinen in Schwierigkeiten zu sein. Tom, wir brauchen sofort den Hubschrauber. Befestigt. Zieh ihn rauf!
Gute Arbeit, Elvis. Aber was sollen wir denn jetzt nur tun? Ohne diese Schrauben wird es uns niemals gelingen, unseren Motor zu reparieren. Da ist Sam! Such dir vielleicht die hier? Oh, danke schön, Sam. Wie konnte ich nur so nachlässig sein? Ich habe versucht, ruhig und gelassen zu sein, aber diese Schrauben haben sich... Wow, nicht aufregen, Elvis. Denk dran, Mandy ist auf See verschollen und sie braucht jetzt dringend unsere Hilfe. Du hast recht, Sam. Ich muss jetzt einfach nur Ruhe und Gelassenheit bewahren. So. Und fertig. Und jetzt retten wir Mandy. Gut gemacht, Elvis. Geschickt repariert, Elvis. Ahoi, Sam! Da ist Mandy. Und ihr Mast ist aus Treibholz. Das ist brillant, ja. Wirklich schlau. Braucht ihr Hilfe? Danke, Mandy. Aber jetzt, wo Sam da ist, können... Ich finde, wir sollten ruhig Mandy die Heldenrolle lassen, oder, Penny? Ich meine, ja, Mandy. Das wäre wundervoll. Geleite uns heim, Captain Mandy. Da ist sie! Ja! Ja! Gut, ja! Dass nichts passiert ist. Oh. Tja, heute hat Mandy uns eindeutig bewiesen, dass sie wahrhaftig das Zeug zu einer waschechten Seglerin hat. Oh, aber vielleicht sollte sie doch noch ein wenig üben. Ein, zwei Jährchen oder so. Auch ein Rauchmelder. Genau wie du es gesagt hast, Sam. Ausgezeichnet. Wir testen, wie gut er funktioniert. Na, der klingt doch einwandfrei. Ja. Mike, du hast den Sicherheitscheck mit Auszeichnung bestanden. Großartig. Toll. Dann koche ich jetzt das Wasser auf. Und wir trinken zur Feier eine schöne Tasse Tee. Ha! Das wird ihm doch wohl nicht auffallen. Quicklington! Was sitzt du denn da rum? Und was ist hier eigentlich los? Und wo ist mein Tee? Naja, die Sache ist dies, Sir. Ich, Wieso hängt denn der Stuhl so an dir fest, Quicklington? Ich habe Ihren Lieblingsbecher heil gemacht und da habe ich wohl zu viel Kleber benutzt. Das schlägt dem Becher den Boden aus. Dann werde ich dich jetzt wohl mal aus dem Stuhl ziehen. Fertig? Ja! Das hat gar keinen Zweck, der rührt sich kein bisschen. Oh, da ist ja überall Kleber auf der Lehne. Jetzt komme ich auch nicht mehr los. Wirklich ungeschickt. Das ist alles überaus aufregend. Na, so aufregend ist das nicht. Ich bin schon mit vielen Zügen... Norman! Tja, dafür freuen wir uns schon sehr auf die Fahrt, nicht wahr, Mandy? Oh ja, Mom. Sieh mal, da ist ja auch schon der Lokführer. So, meine Damen, einsteigen. Und Norman. Danke. Komm her, Butler. Du wartest schön im Garten, bis ich wieder zurück bin. Meine Thermoskanne mit Tee. Ich habe sie drin vergessen. Bremse angezogen. Das dauert ja nur eine Sekunde. Was war denn das für ein Zwischenleben? Anhalten! Nein! Halt! Komm zurück! Schneller, Quicklington! Ich höre doch, dass ein Notruf kommt. Wir müssen schnellstens ins Büro. Los doch! Schneller, nun mach doch! Nun sitzt da doch nicht einfach so rum, Quicklington. Her mit dem Zettel und vorlesen. Ja. Oh, nicht doch. Was? Was ist? Es ist von Gareth oben von der alten Bahnhofsstation. Der Pontypandy-Express ist ohne ihn losgedampft. Und obendrein sind ganz viele Menschen in dem Waggon. Das Mikrofon, schnell! Du musst es mir vors Gesicht halten. Los! Ja. 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 Sam, Tom, es droht ein schweres Unglück durch einen führerlosen Zug. Wir treffen uns sofort alle an dem alten Bahnhof. Habt ihr verstanden? Wirklich jede Sekunde zählt. Tja, Sir, so schlimm ist der Tag dann ja doch nicht geworden. Nein, Sam,
Wir hatten sogar noch Zeit für eine schöne Tasse Tee. Oh, da haben wir wohl den Tag vor dem Abend gelobt. Oh, mehr Probleme auf Charlies Boot und Neptun ist abgedriftet. Also, ich muss schon sagen. Sam, fahr mit Merkur und der Pumpe an den Hafen. Ich verständige Tom Thomas, er soll dich mit dem Hubschrauber dort treffen. Ja, Sir. Ach, ich wusste doch, dass Norman Price auf See nur Ärger bedeutet. Werden wir alle untergehen, Mom? Nein, Norman. Feuerwehrmann Sam wird uns alle retten. Ich war's aber nicht. Penny, Elvis, ihr pumpt jetzt schon mal das Wasser aus dem Boot. Ich hole schnell Neptun. Was für ein Glück, dass du uns hier gefunden hast. Und zum Glück seid ihr alle unverletzt. Alle an Bord. Komm schon, Mandy. Du zuerst. Du danach, Norman. Und dann du, Dillis. Penny, jetzt du. Elvis, kannst du weiterpumpen, bis wir den Hafen erreichen? Aye, aye, Captain. Hauptfeuerwehrmann Steel, wir haben alle in Sicherheit und bringen sie zurück. Norman Price, ich hatte ja den leisen Verdacht, du würdest heute da draußen noch Ärger verursachen. Ich war das doch aber gar nicht. Nein, ich war das. Es tut mir leid. Wie, Dillis? Sie? Sie meinen nicht Norman? Ich wollte nur meinem Norman helfen, einen Fisch zu fangen. Es war gar nicht Norman, der... Oh, entschuldige, Norman. Und das Schlimmste ist, ich habe noch nicht mal einen Fisch gefangen. So kriege ich doch nie mein Angelabzeichen. Keine Sorge, Norman. Sobald mein Boot wieder heil ist, fahren wir zwei raus. Ja. Und bei dieser Fahrt lassen wir deine Mom schön zu Haus. Und wie funktioniert das? In der Anleitung steht, die Kamera sieht alles, was warm ist. Selbst wenn es sich hinter einer Wand befindet. Das ist Mom. Hallo, Elvis. Oh, was für eine moderne Ausrüstung du hast. Lass dich nicht von mir stören, Gwendolyn. Sehen wir mal im Keller nach. Weder hier, noch da. Da ist es, hinter der Kühltruhe. Lass sie uns von der Wand wegschieben. Ich ziehe erstmal den Stecker raus. Es ist durch das Loch gekrochen. Es versteckt sich unter dem Boden. Du hast sicher recht. Ich schätze, dass wir noch viel mehr Ausrüstung brauchen. Also, das Megafon ist kontrolliert und die Rettungsschere... Und die Glasfaserkamera auch? Das könnte auch alles nützlich sein. Was ist denn das alles, Elvis? Du nimmst das Megafon und rufst damit laut Norris' Namen. Vielleicht kommt er ja von allein raus. Norris! Hier, das ist dieses Glasfaser-Kamera-Dingens. Und ich denke, ich weiß auch noch, wie man es benutzt. Das habe ich bei Sam gesehen, oder nicht? Da ist eine kleine Kamera am Ende des Kabels. Schau. Oh, man steckt das Kabel in das Loch hinein und was immer die Kamera dann unter den Holzbrettern sieht, ist auf diesem Bildschirm zu sehen. Oh, da unten ist es aber dunkel, was? Ja. Goldgütiger! Geht hier vor sich. Oh, keine Sorge, ich habe es gefunden. Und jetzt die Rettungsschere. Damit werden wir den Boden aufschneiden. Los! Ich hoffe, ihr räumt auch wieder auf, wenn ihr fertig seid, Elvis. Mhm. Hallo? Quidlington, wo steckst du? Wir brauchen dich beim Kontrollieren der Ausrüstung. Und außerdem fehlen hier einige Ausrüstungsgegenstände. Wissen Sie, die habe ich mir geliehen. Ich bin im Kabeljau-Café. Bis nachher, Sir. Was kann er denn mit einer Wärmekamera, einem Megafon und einer Glasfaserkamera in einem Café wollen? Quidlington?
Hallo, Hauptfeuerwehrmann Steel. Hallo, Sam. Sieht ziemlich schlimm aus hier. Mein Kaffee ist ja völlig auf den Kopf gestellt. Und wir haben Norris leider immer noch nicht gefunden. Wie war das? Was nicht gefunden? Feuerwehrmann Cricklington. Hauptfeuerwehrmann Meerschweinchen. Ich meine Hauptfeuerwehrmann Steel. Wir suchen einen Hauptfeuerwehrmann. Ich meine ein Meerschweinchen. Was redest du da? Um ein Meerschweinchen zu retten, braucht man doch nicht all diese Ausrüstungsgegenstände. Oje, oje. Für diese Aufgabe benötigt ein Feuerwehrmann nur eins. Und das hole ich jetzt sofort. So, und wer das alles beherrscht, der gehört dann zu den ganz großen Feuerwehrleuten. Trete zurück, Pfadfinder. Es scheint einen Notfall zu geben. Norman Price wurde gerade gesehen, wie er in Jupiter durch Pontypandy fährt. Norman Price wurde gerade gesehen, wie er in Jupiter durch Pontypandy fährt? Wie bitte? Der war doch gerade eben noch hier. Ich bleibe hier und halte die Stellung mit dem Rest der Pfadfinder. Pass doch auf, du fährst auf die Kaimauer zu. Oh nein, wie blöd! Mein Strudel! Der Wagen wird immer schneller. Die landen gleich im Wasser. Ich versuche jetzt, sie zu bremsen. Fahr du vor, Penny, und blockier die Straße, damit kein anderer gefährdet wird. Verstanden, Sam. Achtung, Norman, nur keine Panik jetzt. Als erstes machst du den Motor aus. Wie soll ich das denn nur hinkriegen? Dreh einfach den Schlüssel zu dir hin. Nun mach schon, Sam. Und nun fest auf das Bremspedal treten. Welches von denen ist denn das? Das große Ding da, links unten. Und welches ist von mir aus links unten? Na, das, was nicht rechts unten von dir ist, Norman. Ich komm da einfach nicht ran. Ich erledige das. Norman, mein kleiner Feuerwehrmann, Mami ist da. Sam, du hast meinen Strudel gerettet. Was hast du mir nur für einen Schrecken eingejagt? Entschuldige bitte, Mom. Oh nein! Das tut mir echt leid, Feuerwehrmann Sam. Das war sehr dumm von mir. Ja, allerdings. Weil ich dachte, ich wäre auch ein richtiger Feuerwehrmann. Genauso habe ich es doch gelernt in dem Videospiel. Aber im wahren Leben ein so großes Feuerwehrauto wie Jupiter zu fahren, ist gefährlich und leichtsinnig. Weiß ich jetzt auch, Sam. Bitte sei nicht böse. Naja, zum Glück ist niemand zu Schaden gekommen. Nicht wirklich niemand. Oh, nicht doch. Dabei hatte ich mich so auf diesen Strudel gefreut. Wieso krieg ich denn kein Feuerwehrabzeichen, Feuerwehrmann Sam? Und ich auch nicht. Ich fürchte, ihr zwei seid noch nicht so ganz geeignet für dieses Feuerwehrabzeichen, Norman. Es könnte aber sein, dass ihr ein anderes Abzeichen Meinst kriegt. Meinst du? Welches? Das Küchenabzeichen. Denn ihr zwei werdet jetzt einen richtig schönen Apfelstrudel backen. Ja, und ich bring euch das bei. Ja, Feuerwehrmann Sam, dafür ist er bekannt. Ja, Feuerwehrmann Sam, was immer dich bedroht. Sam hilft dir in der Not. Gefunden, Elvis, du sitzt unterm Tisch. Das ging ja schnell. Oh, ich hab's euch auch viel zu leicht gemacht. Jetzt bin ich wieder dran. Ich wollte gerade fragen, Sir, ob ich es auch mal ausprobieren dürfte. Oh, ja, natürlich, Sam, von mir aus. Na schön, Elvis. Los, versteck dich. Diesmal werde ich mir ein richtig gutes Versteck aussuchen, Sam. Ich hoffe, hier oben können wir ein paar richtig aufregende Fotos machen. In Pontypandy gab's ja nichts, was interessant war. Ich finde, wir sollten nicht mehr weitergehen. Es sieht aus, als würde es gleich wieder schneien. Du bist doch ein Angsthase, James. Das ist doch... Wow, sieh dir diese Abdrücke an. Die stammen sicher von Buddler oder so jemandem. Aber die sind doch riesig und viel zu groß für einen kleinen Hund. Die stammen sicher von einem Eis.
Eisbären. Komm schon, James. Geh du nur allein, Sarah. In meinem Buch steht drin... Sarah? Warte doch! Da ist er. Wir haben dich, Elvis. Wir sehen dich im Übungsturm, auf halber Höhe ungefähr. Oh, doch nicht jetzt schon, Sam. Oh, es schneit schon wieder. Ich finde, wir sollten jetzt wieder heimgehen, Sarah. Oh, mir ist so kalt. Wir finden ihn sicher ganz bald. Lass uns doch ein bisschen weitergehen, James. Komm schon, Sarah. Der Schnee wird immer stärker. Ich will jetzt endlich heim, ja? Ja, aber ich will unbedingt ein Foto von dem Eisbären haben. Ich möchte bei diesem Wettbewerb gewinnen. Es gibt hier ganz sicher keine Eisbären, Sarah. Und wir wollen uns doch auch nicht verlaufen. Da, schau! Wir können uns doch in der Höhle unterstellen, bis es aufhört zu schneien. Und danach gehen wir dann heim. Ist gut, Sarah. Aber nur, weil ich vom Schnee ganz durchgefroren bin. Ach, hallo, Gwendolyn. Wo sind denn Sarah und James? Die sind noch unterwegs mit der Kamera. Langsam mache ich mir Sorgen, Charlie. Da hast du uns was eingebrockt. Ach, mir ist so kalt. Aber ich will eben ein Foto von einem Eisbären haben, James. Ich hab's dir jetzt schon so oft gesagt. Es gibt bei uns in Pontypandy keine Eisbären, Sarah. Huh? James? Ich glaube, es kommt ein Eisbär in die Höhle gestapft. Was? Oh, aber das kann doch nicht sein. Oh je. Oh, du hattest doch recht, Sarah. Ja, hallo, ihr zwei. Ja, hier, bitteschön, Trevor. Braucht keiner. Oh, danke, Norman. Ah! Der Bus! Hier ist ein See. Und das Feuer schmilzt die Eisdecke weg. Kommt schnell weg hier, Leute. Kommt weg da. Mein hübsches Bild von Norman ist doch noch in dem Bus. Jetzt stehen wir da ohne jeden Schutz und ohne Feuer. Wenn Moose uns nicht bald Hilfe holt, sieht's gar nicht gut aus. Wir brauchen Hilfe. Unser Bus ist von der Straße abgekommen. Bitte beeilt euch. Bei allen verknoteten Schläuchen. Trevors Bus hatte einen Unfall. Trevors Bus ist von der Straße abgekommen. Die Insassen sind in Gefahr. Wann kommt denn jemand, um uns zu retten, Dad? Schon bald, Kinder. Hört ihr? Ja, sie kommen. Es ist Feuerwehrmann Sam. Elvis, sorg dafür, dass sich alle in ausreichendem Sicherheitsabstand befinden. Penny, steig du schon mal in Jupiter. Geht zurück, Leute. Geht bitte alle zurück. Gut. Schalt die Winde ein. Penny, du musst ein Stück zurückfahren und der Winde nachhelfen. Du hast völlig recht, Sam. So, jetzt brauchen wir heißen Tee. Damit wird den armen Leuten wieder schön warm. Trevor, Sie haben es ja doch gerettet. Hä? Was gerettet? Mein hübsches Foto. Weil Sie wussten, wie wertvoll es für mich ist. Oh, Trevor, Sie sind der wahre Held hier. Wie schrecklich wäre es gewesen, das zu verlieren. Das ist Norman als Baby. Und er hat gar keine Sachen an. Ach, Mom! Na, ich muss schon sagen, Moose. Wirklich toll, wie du Hilfe geholt hast bei dem Sturm. Das war sehr mutig. Hey, was soll ich sagen, Trevor? Mutig ist mein zweiter Vorname. Oh. Hoffentlich ist Hauptfeuerwehrmann Steele nicht so wütend wegen der Schafe. Wünscht mir Glück. Hauptfeuerwehrmann Steele, Sir. Das mit den Schafen. Wunderbare Geschöpfe. Sie sind herzlich eingeladen, so lange hier zu sein, wie Sie wollen. So bleiben meine Füße immer schön warm. Ja. Ganz sicher? Was hast du gesehen? Erzähl mal ganz genau. Ich hab das Strudel gesehen. Na, und dann
haushohe Fontänen aus Wasserspritzern und eine pechschwarze Flosse dazwischen. Und ich hörte so ein komisches Brrrr. Das ist ja großartig. Das ist es gar nicht. Das Pontypandiness-Gruselmonster ist wirklich lebendig. Ja. Das wird die Leute bestimmt brennend interessieren. Gwendolyn, Sarah hat eben das Pontypandiness-Monster gesehen. Oh. Charlie, Sarah hat eben das Pontypandiness-Monster gesehen. Mom, Sarah hat das Pontypandiness-Monster gesehen. Da oben am Bergsee. Oh, das existiert doch gar nicht. Nicht wahr, Dillis? Haben Sie gehört? Das Pontypandiness-Monster ist im See. Was höre ich da gerade? Das Pontypandiness-Monster ist im Bergsee. Also ist es wieder da. Ja, da kommen die Schaulustigen sicher in Scharen. Na, das ruft nach eingehender Überprüfung der Sicherheit. Ich geh schon. In Ordnung, Gridlington. Aber denk immer dran, das ist eine offizielle Mission. Alles gut, Penny? Ja, Sam, aber ich freue mich, wenn wir mit der Teambildung fertig sind. Alle einsteigen, bitte. Wartet auf mich. Schließlich will ich auch das Monster sehen. Ich meine, natürlich die Sicherheit der Besucher am See überprüfen. Es hält immer noch nicht richtig. Da werden wir wohl noch mehr Holz brauchen. Es klappt. Mein Plan funktioniert. Ich entdecke das Monster als Erster. Hallo, Großvater. Wirst du jetzt noch mehr Besucher hierher holen? Das werde ich, Sarah. Was für ein wunderbarer Tag heute doch ist. Bis gleich. Ja, bis gleich, Großvater. Wie hat denn das Monster ausgesehen? Ja, hat es auch spitze Zähne? Wo hast du es gesehen? Ja, das war, dort. Wo denn? Da. Ja, echt. Da ist es auch schon wieder. Was zur Bärentatze ist denn jetzt los? Wartet! Der Steg hält das nicht. Hey, der Steg muss erst repariert werden. Was ist das? Wir schwimmen ja. Und zwar zu dem Monster. Ach du dicker Holzwurm. Hören Sie das? Das Monster ist direkt unter uns. Oh, Trevor. Vorsichtig. Sarah, hat sich etwa das Monster auch so angehört? Seht ihr? Sarah hat's vor Angst die Sprache verschlagen. Die Geräusche des Monsters kennt sie nur zu gut. James! Oh nein! Da ist ein altes Funkgerät in der Ausstellungshütte. Ruf Feuerwehrmann Sam! Hört mal her, Leute. Versucht alle ganz ruhig zu bleiben. Feuerwehrmann Sam wird jeden Moment hier sein. Sitzen fest in der Mitte des Sees und das Pontypandiness-Monster lauert auf Beute? Oh nein! Aus Pontypandy sitzen einige Leute mitten auf dem See fest. Genau dort, wo das Monster sein Unwesen treibt. Das ist doch wirklich großartig. Oh, so eine Lok habe ich ja seit meiner Kindheit nicht mehr gesehen. Schau mal, Lilly, das ist eine Dampfeisenbahn. Qual! Nein, Lilly, das heißt Dampf. Qual! Hat da jemand Qualm gesagt? Da vorne brennt es. Oh nein, wenn der Wasserspeicher einstürzt, zerquetscht er den Zug. Alle sofort zurücktreten. Ich rufe Feuerwehrmann Sam. Auf dem neuen Bahnhof ist ein Feuer ausgebrochen? Ein Feuer ist auf dem neuen Bahnhof ausgebrochen. Gut, Ruhe bewahren. Verstanden? Das Gewicht des Wassers in diesem Speicher ist enorm groß. Er könnte jeden Moment einstürzen. Elvis, bespritzt den Sockel des Speichers mit Wasser. Penny, du stellst dich mit Venus direkt vor den Zug. Verstanden, Sam. Alle, wo ihr seid, ja? Kommt zu mir, ihr zwei. Und jetzt zurücksetzen, Penny. Weiter, weiter, Penny. Das Feuer ist gelöscht, Sam. Aber der Speicher stürzt ein. Wie viel Arbeit. Oh, Dad. Der Zug ist gerettet. Penny hat ihn gerade noch rechtzeitig weggezogen. Hurra! Hurra! Das war's!
Gute Arbeit, Penny! Und dir danke ich auch, kleine Lilly. Wärst du nicht gewesen, hätten wir das Feuer viel zu spät bemerkt. Sam! Wo unser Zug heil geblieben ist, können wir doch jetzt auch das erste Mal mit ihm fahren, oder? Ich fürchte, das wird nicht gehen, James. Es ist noch nicht genügend Wasser im Tank. Oh. Ich hatte mich schon so gefreut. Was für ein Pech aber auch. Wartet, ich hätte da eine Idee. Wenn der Zug Wasser braucht, kann Jupiter ihn doch befüllen. Was für eine ganz unglaublich geniale Idee. Allerdings, Elvis. Dann kann unsere Bahnhofseröffnung ja doch noch stattfinden. Mit dem Pontypandy Express besitzt Pontypandy ein weiteres großartiges Fahrzeug. Aber ihr werdet mir sicher alle zustimmen, wir haben es nur Jupiter zu verdanken, dass alles gut ausgeht. Hurra! Der Tank ist voll, jetzt kann's losgehen. Yeah. Dankeschön, Elvis. Und auch vielen Dank an dich, Jupiter. Alle einsteigen! Die Lichtanlage ist in Ordnung, Sir. Wie sieht's mit dem Generator aus? Musik soll heute klingen. Wir tanzen. Sir? Sam, aber wieso schleichst du dich denn so von hinten an? Sie haben schon wieder das Lied von Elvis gesungen. Ja, wirklich? Du meiner Treu, ich krieg dieses fürchterliche Lied einfach nicht aus dem Kopf. Ich muss allerdings sagen, Sir, Sie haben eine sehr schöne Gesangsstimme. Vielleicht sollten Sie auch etwas zum Besten geben. Was? Ich? Nein, das ist keine gute Idee, Sam. Die Leute würden mich ganz sicher auslachen, wenn sie mein schreckliches Gejaule hören. Wir tanzen in der Feuerwache, ja, ja, tanzen. Oh, der Kühlerschlauch scheint mir hinüber zu sein. Jetzt sitzen wir hier erstmal fest. Aber was ist dann mit dem Konzert und mit meiner brandneuen Gitarre? Wir können sie ja tragen. Oh, das ist eine geniale Idee, Mike. Wenn wir die Abkürzung über dieses Feld nehmen, sind wir blitzschnell am Kai. Nein, der Kai ist da lang. Oh nein, zum Kai geht es da entlang. Glaub mir, Mike, das erkenne ich an der Wolke da. Wenn ich's dir doch sage, Penny. Hauptfeuerwehrmann Steele hat eine wirklich sehr angenehme Gesangsstimme. Und denkst du, er wird heute Abend auch singen? Weißt du was, Penny? Ich glaube, er hat ein wenig Angst vor so vielen Leuten zu singen. Ja, wirklich? So oder so. Zieh du nur los und genieß das Konzert. Ich halte hier die Stellung. Das wird bestimmt ein ganz ruhiger Abend. Oh, ich glaube, wir haben uns verlaufen, Elvis. Nein, so ein Unsinn. Der Kai ist da lang. Nein, da lang geht es doch zu den Cliffs. Nein, die Cliffs sind doch bei den Bäumen. Da liegst du leider völlig falsch, Elvis. Von wegen falsch. Nein, ich habe noch nie richtiger gelegen. Ich weiß ganz genau, wo wir... Ja! Siehst du? Ich sagte doch, wir gehen direkt auf die Cliffs zu, Elvis. Tut mir leid, Mike. Du gehst da tief runter. Ach, das Konzert hätte schon vor Ewigkeiten anfangen sollen. Entschuldigen Sie, Hauptfeuerwehrmann Steele, haben Sie Elvis irgendwo gesehen? Er scheint verschwunden zu sein. Quidlington ist verschwunden? Ja, und wenn er nicht sehr bald hier ist, müssen wir das Konzert absagen. Dann haben wir keinen Sänger. Ach du je. Das mache ich ja, Mike. Jetzt rufe ich aber doch Feuerwehrmann Sam. Mike Flood hängt von einem Cliff und hält sich nur noch an einer Gitarre fest. Und ich dachte, das wird ein ruhiger Abend. Tom, hier ist Sam. Ich brauche Verstärkung. Verstanden. Halt dich fest, Mike. Sam wird sicher gleich kommen. Lang kann ich mich nicht mehr halten, Elvis. Na bitte, fast geschafft. Hey Elvis, Penny, kommt doch mal her. Oh, das hast du gut gemacht, Sam. Ich liebe den Geruch eines lodernden Feuers. Ui, yes. Nein, nein. Entschuldige, Sam. Bleib stehen, Norman. Sonst treffe ich dich ja nie mit dem Schneeball. Wieso sollte ich mich absichtlich von einem Schneeball treffen lassen? Drin kannst du mich nicht bewerfen. Oh, oh. Ruf sofort Feuerwehrmann Sam! So, das
Das wär's. Alles repariert und heil. Schon bald wird es hier so warm sein, als hätten wir Sommer. Ausgezeichnete Arbeit, Mike. Oh, da kommt ein Notruf rein. Oh, ein Feuer im Haus der Flatz. Oh, da ist ein Feuer im Haus der Flatz ausgebrochen. Oh, ein Feuer im Haus der Flatz. Moment mal, da wohne ich ja. Das Feuer ist in der Küche, Sam. Der Ofen hat Feuer gefangen. Tut mir leid, Dad. Ist nicht so schlimm, Mandy. Hauptsache, dir ist nichts geschehen. Dreh das Gas ab, Elvis. Was ist denn passiert? Was wolltet ihr backen? Na, den Schal von Normans Mom. Oh, der ist euch aber ziemlich angebrannt geraten. Das wird zu Hause einen Riesenärger für mich geben. Dann ist ja alles wie gehabt. Ich glaube, da ist ein neuer Schal fällig, Dillis. Norman, du hast meinen Lieblingsschal ruiniert. Unglaublich. Entschuldige, Mom. Aber ich weiß, wie du das wieder gut machen könntest. Ach ja? Jetzt wirst du mal etwas anderes mit dem Schnee machen, ja? Was denn? Einen zweiten Schneemann? Nein, du schaufelst einen Weg, damit Trevor... Ich meine natürlich meine Kundschaft, nicht mehr ständig vor dem Laden ausrutscht. Gute Idee, Dillis. Sachte mit der Bremse, immer schön gleichmäßig. Moose, bitte sei ruhig. Ich kenne diese Straßen wie meine Westentasche. Trevor! Vorsicht! Oh. Gut festhalten! Ist doch niemand von euch verletzt? Was für ein Glück. Oh. Glück? Was machen wir denn jetzt? Ich hab ja mein Handy. Oh, gar kein Netz. Jetzt hört mal alle her, Leute. Ich bin Experte in Überlebenstechniken. Hören Sie das, Trevor? Wir kommen hier weg, wenn Moose uns anleitet. Nur brauchen wir Moose nicht, Dillis. Ich weiß, wo es lang geht. Und läuft auch mal was schief, dann hilft ein Lied aus jedem Tief. Mit Singen kommen wir hier nicht raus. Nur mit Tatkraft. Und Tatkraft ist mein zweiter Vorname. Ach, war denn der zweite Vorname nicht Gefahr? Hä? Schluss mit dem Unsinn, Trevor. Moose weiß es besser, denke ich. Oh, Füße kalt. Kein Apfel. Was für ein Tag. Rein da mit euch und seid ja schön leise. Es gibt keine andere Möglichkeit. Ich muss los und Hilfe holen. Aber man soll doch beim Fahrzeug bleiben, wenn ein Notfall eintritt. Keine Angst, Trevor. Ich weiß, wie man in Schnee und Eis zurechtkommt. Der Hilfstrupp wird gleich kommen, den hole ich schnell. Oh, wie tapfer ist er doch. Ja, er weiß, was zu tun ist und tut's. Was zu tun ist, weiß ich genauso. Oh ja, und was wäre das? Wir gehen alle nach draußen und zünden ein Feuer an. Ja, dann müssen wir nicht so frieren. Ein Feuer? Cool. Dann sucht jetzt alles, was sich in das Feuer reintun lässt. Wie wär's mit den Holzbrettchen von den Sitzen? Oh, bestens. Ihre Ukulele? Nein, doch nicht Marjorie. Marjorie kann ich nicht weggeben. Ich denke, das reicht jetzt. Kommt mit. Unartige Schafe. Ich sagte doch, ihr sollt... Elvis. Was sollen die Schafe hier? Oh, Sam! Oh, Penny! Ich hatte Norman versprochen, ich würde auf sie aufpassen. Du kannst hier aber keine Schafe halten, Elvis. Was sagt Hauptfeuerwehrmann Steele dazu? Oh, was mache ich mit denen jetzt bloß? Thank you.
Mach das andere Ende von dem Seil an dem treibenden Steg fest. In Ordnung, Sam. Keine Sorge, Leute. Feuerwehrmann Sam zieht euch wieder ans Ufer zurück. Merkur hat anscheinend nicht genug Zugkraft. Irgendwas scheint zu verhindern, dass sich der Steg wegbewegen kann. Elvis, halt das hier fest. Ich werde darunter tauchen. Los, Penny. Da unten ist das Monster. Fertig, Sam. Yeah. Aber wo ist Penny? Wir brauchen wirklich keine Übungen für Teambildung. So perfekt, wie wir hier jeden Tag zusammenarbeiten. Wir sind super, du hast völlig recht. Schade, Mom. Jetzt habe ich leider das Monster überhaupt nicht gesehen. Bestimmt wird uns Sarah alles ganz genau beschreiben. Naja, richtig gesehen hatte ich das Monster gar nicht. Ich hab ja nur so getan, als ob. Aber Sarah, du hast den Leuten ziemlich Angst gemacht und sie in große Gefahr gebracht. Ich weiß. Es tut mir sehr leid, Onkel Sam. Und ich werde nie wieder so Geschichten erzählen. Aber Sarah, wozu erfindest du denn solche Sachen? Na, ich wollte, dass ganz viele Leute mit deinem Zug fahren, Großvater. Mach dir mal keine Sorgen, Sarah. Ich hatte ganz vergessen, wie schön die Berge hier sind. Und ich werde sicher bald mit dem Zug von Gareth wieder hierher kommen. Ja, ich auch. Und ich. Und wir. Tja, Gareth, da hast du jetzt wohl eine Menge zu tun, was? Andy. Hurra! Ja! Gute Fahrt! Toll macht sie das! Vielleicht bin ich ja einfach nicht sehr geschickt, wenn es ums Reparieren geht, Penny. Auf der Feuerwache lief es ja nicht so gut. Wenn du dran denkst, was Sam gesagt hat und Ruhe bewahrst, dann wird es ganz sicher klappen, Elvis. Okay, Penny. Ich versuch's. Und du wirst mit etwas anfangen, was ganz einfach, aber sehr, sehr wichtig ist. Einfach. Das ist gut. Dieser Akkuschrauber hier ist zum Lösen und Festziehen von Schrauben. Links herum zum Lösen, rechts herum zum Festziehen. Diese drei Schrauben halten den Motor an Neptuns Rückseite fest. Du sollst nur überprüfen, ob sie auch gut festgezogen sind. Kriegst du das hin, Elvis? Ja, natürlich, Penny. Das ist ja einfach. Links heißt los, rechts heißt fest. Ganz von alleine geht dann der Rest. Oh je, ob das jetzt richtig war? Sie ist viel zu schnell unterwegs. Da draußen muss es wohl sehr, sehr windig sein. Oh nein! Hilfe! Oh je, ihr Segelmast ist gebrochen. Wo ist sie denn hin? Vielleicht ist sie ja hinter dem Leuchtturm. Oder vielleicht hat der Wind sie ja weggeweht. Dad, kannst du nicht rausfahren und sie mit deinem Fischerboot holen? Nein, Sarah. Wir rufen lieber meinen Bruder an. Rufe Feuerwehrmann Sam. Mandy Flat ist verschollen auf See? Kind verschollen auf See. Wiederhole. Kind verschollen auf See. Ich rufe Penny an und lasse sie sofort Neptun starten. Und ich nehme Venus und fahre zum Kai. Ja, Sir? Penny Flat ist wo wurde sie zuletzt gesehen? Oh, sofort, oh. Sir. Jetzt sind schon zwei lockere Keine Schrauben. Keine Sorge, Hauptfeuerwehrmann Steele. Also, Sie können auf uns zählen. Steht er auf links, zieht die Schraube sich fest. Steht er auf rechts, die sich leicht lösen lässt. Ja, auf geht's. Oh, ja! Oh nein! Halt!
Halt! Penny, kannst du mir noch mal den Akkuschrauber erklären? Dafür ist jetzt keine Zeit, Elvis. Mandy steckt in Schwierigkeiten. Los geht's! Aber... Oh je! Komm schon, Elvis, wir müssen los! Die sollte ganz einfach aufgehen! Hat keinen Zweck. Die ist dicht. Lasst mich raus. Dillis, wach doch auf. Schnüffel mal da dran. Lass ich jetzt vielleicht die Partyknaller los? Es riecht nach Rauch. Ich riech ihn auch. Oh nein, ich hab die Fritteuse nicht ausgestellt. Wir müssen hier raus. Kommt alle schnell und nichts wie raus. Vergessen wir die Torte. Ich rufe Feuerwehrmann Sam. Was ist denn los? Oh nein, mein Norman sitzt doch in der Torte fest. Keine Angst, Dillis, ich schiebe die Torte einfach raus. Ah, hört doch auf, mich so rumzuschubsen. So ein Unglück! Die ist zu groß für die Tür. Gut, wir werden jetzt demonstrieren, wie man den Fuß von jemandem geschickt befreit, der in einem halben Eimer Muscheln feststeckt. Bereit, Norris? Bereit wie noch nie. Ausgezeichnet. Oh. Hey, los! Ich komme hier tatsächlich nicht raus. Was? Ein Feuer im Kabeljau-Café und Norman Price steckt fest in einer riesigen Torte? Ein Feuer im Kabeljau-Café und Norman Price ist in eine riesige Torte eingeschlossen. Mein armer, kleiner Norman. Mike ist auch noch da drin und versucht, Norman rauszuholen. Bitte jetzt alle zurücktreten. Es hat keinen Zweck. Ich krieg ihn da nicht raus. Kein Problem, Mike. Ich mach das. Überraschung! Was ist passiert? Komm, Norman. Wir bringen dich hier jetzt lieber mal raus. Bist du jetzt der 1-millionste Gast hier, Sam? Mein kleiner, süßer Norman. Oh, ich kann's nicht fassen. Wie konnte ich die Fritteuse nur komplett vergessen? Das war wirklich sehr tapfer von dir, Sam. Und dir, Penny. Und auch von Mike, oder? Er hat alles versucht, um Norman aus der Torte zu holen. Sind auch alle unverletzt hier? Ja, Sir. Nur haben sie verpasst, wie Feuerwehrfrau Morris eine sehr ungewöhnliche Rettung durchführt. Und welche? Es ging um die Rettung von Norman Price aus einer riesigen Torte. Das können wir wohl kaum überbieten, oder, Sir? Wie wär's mit der Befreiung des Fußes von einem Hauptbrandmeister aus einem Eimer Muscheln, Sir? Das könnte klappen. So, schön stillhalten. Was? Nein, nein! Oh je, der Kratzer geht nicht weg. Keine Sorge, das wird schon niemandem auffallen. Herrje, du meiner Freund, was ist das denn da für ein furchtbar dicker Kratzer auf Jupiter? Das muss mein Schraubenschlüssel gewesen sein. Aus Versehen natürlich. Ich versuche gerade, ihn wegzukriegen. Jupiter soll doch richtig gut aussehen, so wie unsere neue Dampfeisenbahn. Ach, halt so wild, Quidlington. Jupiter ist ein Löschfahrzeug. Da gibt es schon mal die eine oder andere Schramme. Und daher möchte ich Sie alle um einen großen Applaus für Pontypandys neue und blitzend glänzende Dampfeisenbahn bitten. Ja, so mache ich's. Oh je. Keine Sorge, Jupiter. Gleich wirst auch du wieder ganz so aussehen wie neu. Du kriegst jetzt ein bisschen neue Farbe. Oh nein! Jupiter, ich habe aus Versehen die gelbe Farbe benutzt. Jetzt hast du einen Fleck statt eines Kratzers. So, das hätten wir. Makellos. Wie kommt ihr zwei so voran? Fast fertig, Großvater. Hervorragend. Bald kommen sicher auch die ersten Passagiere. Ah, jetzt noch ein bisschen Kohle und dann kann es losgehen. Oh nein, die Wimpel da sind abgerissen, Sarah. Ich sag Großvater Bescheid. Nein, das können wir auch allein. Du hältst die Leiter. Ich komm nicht ganz ran. Ich muss mich ein bisschen strecken. Sei vorsichtig, James. James! Schon bist du wieder unten, James. Tut mir leid, Großvater. Ich hätte dich um Hilfe bitten sollen. Keine Sorge, James. Bleib du hier stehen, ich mach das schon.
Oh, es tut mir schrecklich leid, Jupiter. Dieser fabelhafte Neuzugang bei den Fahrzeugen von Pontypandy wird also, Sie... Also, ich bin mir nicht sicher, ob fabelhaft ausreicht, Sam. Wie wäre es denn mit phänomenal? Oder bewundernswert und ganz prächtig? Nein, jetzt hab ich's. Glorreich und majestätisch. Also, ich danke schön, aber diese Worte sind für mich ein bisschen zu ausgefallen. Ich weiß nicht mal genau, was diese Worte bedeuten sollen. Aber hör gar nicht hin, Jupiter. Sam, ob du deine große Rede wohl an irgendeinem anderen Ort üben könntest? Irgendwo, wo Jupiter dich nicht hört? Oh, Entschuldigung, Elvis, natürlich. Aber ich bin sicher, dass das Feuerwehrauto weiß, wie wichtig es für uns alle ist. Ich bringe dich schon wieder auf Vordermann, Jupiter. Keine Sorge. Hey, da kommen ja schon. Was? Sam! Ich lasse jetzt den Gurt runter, Sam! Oh! 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 Nein! Oh je, oh je! Tut mir leid, Kinder, aber es ist schon sehr spät und ich fürchte, wir müssen heim. Ach bitte, Mom, können wir nicht noch ein bisschen länger warten? Tja, das wird wohl nichts mehr werden. Ich fürchte, wir müssen das Ganze abblasen. Hochverehrtes Publikum, es tut mir sehr leid, aber Elvis kann heute nicht auftreten, also müssen wir wohl... Müssen wir unser Programm leider ein wenig abändern. Ich singe heute für euch. Sie? Ja, ich. Denn schließlich hat die Feuerwehr stets vorbereitet zu sein, wenn die Bevölkerung sie in einer Notlage braucht. Sind Sie bereit? Natürlich. Marjorie und ich sind immer bereit. Pfeift und tanzt und klatscht und singt. Mein Feuerwehrhelm, der wird auch beschwingt. Seht nur alle her, was ich hier mache. Heute wird getanzt auf der Feuerwache. Tja, Mike, das ging gerade noch mal gut. Aber in Zukunft solltet ihr zwei wirklich etwas vorsichtiger sein. Ich bin froh, dass dir nichts passiert ist, Mike. Nur schade, dass ich jetzt das Konzert verpasse. Und selbst wenn ich es noch schaffen würde, mein großer Auftritt ist ruiniert. Tom? Ja, Sam? Hast du vielleicht Lust auf einen kleinen Konzertbesuch? Wir tanzen in der Feuerwache, ja, ja. Wir tanzen in der Feuerwache, ja, ja. Tanzen, singen, Musik soll heute klingen. Wir tanzen in der Feuerwache. Ja! Wenn jetzt doch nur Quiddlington hier wäre, um das zu sehen. Da oben, da ist Elvis. Oh. Oh, wie ein Superheld. Das ist das allerbeste Konzert aller Zeiten. Da hast du wirklich recht, Sing Elvis. Ja. Ja, hängst du mal von einem Cliff und Hilfe, die ist fern. Ruf an die Feuerwache, denn Sam hilft gern. 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 Er kommt dich zu retten, bist du mal in Gefahr. Hängst du an der Gitarre, ist er schnell da. Sam, 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 Sam hilft gern. Lange aufbleiben durften, Mom. So ein tolles Konzert habe ich noch nie erlebt.